Für unsere neuen Zuhörer. Wir sind am Ende einer Predigtreihe angelangt und sie heißt Nur Jesus Christus. Nur Jesus Christus nach dem Wort aus 1. Korinther 2, wo Paulus sagte, dass er sich vorgenommen hatte, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Denn wenn wir in einem als Gemeinde theologisch solide, erfüllt und genau Bescheid wissen wollen, dann in dem, dass wir unseren Herrn kennen. Und so sind wir in der Betrachtung der Worte, der letzten Worte am Kreuz angelangt und schauen uns heute die Frage an, warum sagte Jesus eigentlich, ich habe Durst? Ich habe Durst. Warum sagte Jesus, ich habe Durst? Und bevor wir uns diese Frage stellen und anschauen, lasst mich Charles Haddon Spurgeon zitieren, der uns einstimmen soll auf die Betrachtung unseres Herrn in dieser Predigt. Spurgeon sagte, die ersten Christen waren dafür bekannt, dass sie viel mehr über unseren Erlöser nachdachten und von ihm sprachen, als wir es tun. Einige von ihnen waren vielleicht nicht ganz so klar hinsichtlich der Rechtfertigung durch den Glauben, wie sie es hätten sein sollen. Aber sie waren sehr klar über die Verdienste des kostbaren Blutes. Und wenn sie auch nicht immer sehr deutlich über die Gnadenlehren sprachen, so sprachen sie doch mit wunderbarer Kraft und Sinnlichkeit über die fünf Wunden, über die Nägelmale und die Speerwunde. Ich würde mir wünschen, dass unsere Religion etwas mehr zu diesem persönlichen Verständnis von Christus zurückkehren würde. Lasst uns unbedingt eine dogmatische Lehre haben, die die kostbaren Wahrheiten darlegt, die unser Trost sind. Aber besser als alles ist die Person Christi selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir täten gut daran, öfter in tiefem Nachsinnen am Fuß des Kreuzes zu stehen und seine Wunden zu betrachten, die kostbaren Tropfen zu zählen und die Gemeinschaft mit ihm in seinen Leiden zu suchen. Zitat Ende. Und so stehen wir heute an diesem Kreuz und wollen genau das tun. Wir wollen dieses Wort, dieses Leid unseres Herrn betrachten, damit wir ihn nicht vergessen. Nun, dieses Wort, das er sprach, ich habe Durst, steht in Johannes. Er ist der einzige Evangelist, der es aufzeichnete. Johannes 19, Vers 28. Und wenn wir uns fragen, warum er der Einzige war, dann könnte man leicht zu der Antwort kommen, nun, warum ist denn dieses Ich habe Durst so verwunderlich, so bedeutsam, so wichtig aufgezeichnet zu werden? Ist es nicht verständlich, dass jemand Durst hat, der am Kreuz hängt, der viele Torturen und Marter, der das Kreuz geschleppt hat? Johannes macht deutlich, mit diesem Ich habe Durst hat es sehr, sehr viel auf sich. Sehr viel mehr, als was auf den ersten Blick vielleicht offensichtlich ist. In Johannes 19, 28 schreibt der Evangelist, inspiriert durch den Heiligen Geist: Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das heißt, ich habe Durst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne diesen Satz, ich habe Durst, vor allem aus dem Mund meiner Kinder, abends oder vorzugsweise nachts um 2 Uhr. Ich habe Durst. Es ist irgendwie etwas Kleines, Läppisches, etwas, wo man dann denkt, nachts um 2, warum musst du mich jetzt wecken? Nur weil du Durst hast, kannst du nicht weiterschlafen. Nun, wir wissen, dass Christus so etwas nicht gemeint haben kann, denn Christus, und das ist auch eine wichtige Lehre, Christus war kein Jammerlappen. Er war kein Jammerlappen. Es gab viele Dinge, über die er sich hätte äußern oder beschweren können, wo er nichts gesagt hat. Aber Christus war kein Jammerlappen. Es muss ein extremer Schmerz oder etwas Wichtiges, ein wichtiges Bekenntnis, eine wichtige Information gewesen sein, die festgehalten werden müsste, als er ausrief, ich habe Durst, mich dürstet. Nun, das Erste, wovon wir uns verabschieden müssen, ist dieses Denken, ich habe Durst,
wäre das, was unser Kind 2 Uhr nachts hat, wenn es an unser Bett kommt. Hat jemand von euch schon mal so richtig Durst gehabt? Da, wo ich herkomme, sagt man Brand. So richtig, man muss was trinken. Man muss was trinken. Man schiebt alles beiseite, man muss was trinken. Wenn ich daran denke, dass jemand existenziellen, schmerzhaften, extremen Durst empfindet, muss ich an einen Film denken, den ich mal geschaut habe vor vielen Jahren. Er heißt Der neunte Tag. Dort geht es um einen katholischen Priester, Henri Krämer, der im KZ Dachau sitzt. Nun, die Geschichte dieses Filmes, Der neunte Tag, ist, dass er freigelassen wird 9 Tage. Er hat einen Auftrag zu erfüllen und er soll nach 9 Tagen zurückkommen. Und natürlich ist die Versuchung für ihn, abzuhauen. Und in diesem Kampf gegen die Versuchung abzuhauen, erinnert er sich an einer Stelle, an eine andere Versuchung, die er hatte im Lager, im KZ. Das war eine tropfende Wasserleitung, die er fand. Bei brütender Hitze, ein Arbeitssklave der Nazis, fand er diese tropfende Wasserleitung. Und man sieht im Film, wie da ein Mann ist, dessen ganze Existenz sich beugt in diese Wasserleitung hinein, der diese Tropfen aufsaugt, als wäre es das Leben selbst. Und der diesen Schatz bewahrt und niemandem sagt, obwohl er genau weiß, dass seine Mitgefangenen genauso dürsten wie er. Und erinnert sich daran, weil ein Mitgefangener von ihm irgendwann in diesem Sommer den Freitod suchte, ich sage es mal so, wegen der Kinder. Und erinnert sich daran, weil er zum Judas wurde. Zum Judas, weil ihn dürstete. Lasst uns festhalten, wir erahnen diesen Schmerz des Dürstens, aber wir kennen ihn nicht. Wir können ihn nur in Bildern fassen, weil wir nicht wissen, wie es sich anfühlt, so zu dürsten. Aber das sagte Jesus und das empfand er, als er sprach, ich habe Durst. Nun, da wir dies geklärt haben, was für eine Art Durst es war, kein läppisches, ein Kind kommt nachts um 2 Uhr und sagt, ich habe Durst, Art von Durst, sondern dieses Existenzielle, diese riesige Versuchung, vom Kreuz zu steigen oder als der die Welten erschuf und die Meere füllte, die Legion Engel herbeizurufen, dass sie einen Tropfen nass geben. Da wir nun das geklärt haben, lass uns zweitens zur Frage kommen. Warum sprach eigentlich Jesus, mich dürstet? Warum gerade das? Warum ging er darauf ein? Warum sagte er das? Nun, der Evangelist Johannes gibt uns in Vers 28 eine ziemlich große und lange Erklärung rund um dieses Wort. Er sagt nämlich, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Also der Kommentar zu dieser Aussprache Jesu ist, Jesus wusste, dass alles, was geschehen musste für seinen Opfertod, geschehen war, bis auf den Tod selbst. Zweitens, dass Gottes Wort, die Schrift, wohl irgendetwas gesagt hatte, was erfüllt werden müsste, indem Jesus Durst hatte und das sagte. Irgendetwas war in der Schrift, in den Worten Gottes festgehalten, was deutete darauf, dass Jesus Durst haben musste. Lasst uns das etwas erforschen. Was genau ist das in der Schrift? Welche Schrift musste denn dort erfüllt werden? Nun, man könnte einfach antworten, ja, lies doch Psalm 22, den großen Leidenspsalm. Wir haben ihn vorhin gelesen zum Anfang des Gottesdienstes. Da heißt es, meine Kraft ist vertrocknet, wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Psalm 22, der prophetisch das Leiden unseres Herrn am Kreuzes vorschattet, dieser Psalm spricht eindeutig davon, dass Durst, die vertrocknete Kraft, die Zunge, die am Gaumen klebt, Teil des Leidens unseres Herrn sein würde. Aber lasst uns damit nicht zufrieden sein. Lasst uns tiefer fragen, was genau hat es denn damit auf sich, dass seine Kraft vertrocknete, dass er dieser trockene Jesus, der dürstende, ausgetrocknete Jesus wurde. Darin liegt viel mehr. Und das möchte ich dir zeigen. Nun, wenn du einen Apfel hast und ihn schneidest in Stücke und du willst so Apfelringe machen, dann legst du es in ein Dörrgerät oder in einen Ofen und lässt bei 180 Grad so einige Zeit, ich weiß nicht wie lang, da die Hitze drüber gehen. Und was passiert mit dem Apfelring? Der Apfelring schrumpelt zusammen,
und er wird ganz knusprig. Er trocknet aus durch die unglaubliche Hitze, die über ihn geht. Etwas verliert alles Wasser, was der Hitze ausgesetzt ist. Behalte mal diesen Gedanken für einen Moment im Kopf. Denn ich möchte versuchen, dir herzuleiten von der Schrift, dass dies eine ganz, ganz wichtige Wahrheit ist über das, was da am Kreuz passiert. Dass unser Herr sagt, mich dürstet, mich hat alles Wasser verlassen, ich bin ausgedörrt und ausgetrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt am Gaumen. Was für eine Hitze ist da über ihn gekommen? Was für eine Hitze hat ihn so ausgetrocknet, so matt werden lassen? Nun in 5. Mose 4, 24 sagt Gott von sich Folgendes. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Bemerke hier, Gott sagt nicht nur, dass er ein Feuer ist, sondern ein was? Er ist ein verzehrendes Feuer, ein Feuer, was aufleckt, was aufzehrt. Wenn dieses Feuer irgendwo hinkommt, dann konsumiert es, dann verbraucht es das, was dort ist. Dinge, die diesem Feuer entgegenstehen, werden komplett aufgesogen, ausgetrocknet, vernichtet. In 5. Mose 32 wird konkretisiert, was genau für ein Feuer da gemeint ist. 5. Mose 32, Vers 22. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinab brennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Und dieses Feuer des Zornes Gottes, das geht aus und verbrennt einfach alles. Es wütet. Was passiert nun, wenn Sünder in Kontakt mit diesem Feuer kommen? Wenn Sünde in Kontakt mit diesem Feuer kommt, was passiert da? Psalm 68, Vers 3. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes. Die Gottlosen werden zerschmelzen, sie werden vergehen vor dem Angesicht. Psalm 32, Vers 4. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Das Feuer kommt, das Feuer des Zornes Gottes über die Sünde. Und dort, wo es hinkommt, gerade beim Sünder, er zerschmilzt wie Wachs. Er verdörrt wie eine Feige im Sommer. Jesaja 33, Vers 10. Nun will ich mich aufmachen, spricht der Herr. Jetzt will ich mich erheben, jetzt will ich mich aufrichten. Ihr geht schwanger mit Heu, ihr werdet Stroh gebären. Ihr blast ein Feuer an, das euch selbst verzehren wird. Die Völker sollen zu Kalk verbrannt werden. Wie abgehauene Donnen sollen sie im Feuer verbrennen. Hört ihr Fernen, was ich tue, und ihr Nahen erkennt meine Stärke. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Und die Antwort ist niemand. Wenn Gott kommt in seinem Zorn und er richtet, was diese Menschen tun, dann ist die Antwort, keiner kann bleiben. Denn der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Und dort, wo er hinkommt, verbrennt er zu Kalk. Er macht dürr und lässt den Saft vertrocknen. Die Gottlosen zerschmelzen wie Wachs. Aber was, wenn, überlege einmal, eines Tages ein Mann käme, den Gott zur Sünde macht, aber dieser Mann kann nicht verbrennen. Er kann nicht verbrennen. Er hält dem Feuer stand und hält dem Feuer stand. Er ist mitten in diesen Feuersee gefallen des Zornes Gottes, aber er kann nicht verbrennen. Was passiert mit diesem Mann? Und weißt du, was mit ihm passiert? Er vertrocknet. Er wird nicht vergehen, aber er vertrocknet bis zum Äußersten. Und so ist es geschehen mit unserem Herrn. In Klagelied 1, Vers 12 heißt es, bedeutet das euch nichts, ihr alle, die ihr vorübergeht?
Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorns. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Nun kannst du jetzt besser ermessen, was es heißt im Psalm 22, wenn es heißt, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe? Siehst du jetzt, woher diese Hitze kam, diese Feuersglut, die diese Scherbe trocken machte? Es war das verzehrende Feuer. Das war das Feuer, das der Herr ist, wenn er kommt zum Gericht über Sünder. Aber dieser Mann kann nicht brennen. Er kann nicht verbrennen. Er kann nicht vergehen. Und so klebt seine Zunge am Gaumen, er ist in den Staub des Todes gelegt und ihn dürstet. Ihn dürstet wie einen, der im Feuersee ist, aber nicht verbrennen kann. Ja, unser Herr hatte viel durchlitten. Ein halber Tag lag zwischen Gethsemane und dem Kreuz. Schweiß im Gebet, im Garten, das Kreuz tragen, all die Plagen und Leiden, die Kreuzigung selbst, Tortur. Verständlich, dass er Durst hatte. Aber der Evangelist Johannes betont, es ist mehr als nur ein physisches Phänomen, eine körperliche Reaktion. Es ist, damit die Schrift erfüllt würde. Denn alles war vollbracht. Der Glutwind des Zornes Gottes. Er hatte geweht und gewütet in den Gebeinen des Gerechten. Sein Durst war mehr als ein Körper, der vor Anstrengung dehydriert ist. Sein Durst ist ein Zeichen, dass Gott als verzehrendes Feuer die Sünde, zu der Christus gemacht war, nun verzehrte. Mich dürstet. Ich hoffe, dass dieser Punkt angekommen ist, dass unser Herr hier nicht einfach nur klagt über den Durst, den wir alle kennen, sondern einen extremen, außergewöhnlichen Durst, der nicht nur durch seine körperlichen Leiden, sondern vor allem durch das Gericht, das über ihn erging, verursacht wurde. Nun, Spurgeon sagte vorhin, er hoffe, dass es Gemeinden gäbe, die dogmatische Lehre haben, die uns so viel Trost gibt, aber Gemeinden gäbe, die Zeit damit verbringen, den Herrn Jesus Christus zu betrachten als Person und seine Liebe. Und so lasst uns einen Moment stehen bleiben und nachsinnen über die Liebe Gottes. Wir haben in den letzten Wochen auch durch unsere Geschwister in Frankfurt und Jeff Durbin, der dort war, gesehen, wie sehr unser Herr die Elenden liebt. Und es hat uns bewegt, tief im Herzen. Wie er sich über die Waisen und Witwen und die Verlassenen und die zu Unrecht Gebeugten erbarmt und wie wichtig ihm das ist. Aber lass mich dich fragen, wer ist weise mehr, wer ist mehr gebeugt und verlassen als der Sohn Gottes selbst? Es stößt uns ab, wenn wir das Leid in dieser Welt sehen. Selbst Menschen in der Welt finden es schrecklich, wie viele Menschen aus Bergkarabach gerade fliehen müssen. Und diese langen Treks von Familien, die alles verloren haben, ihre Sachen zusammenpacken, die auf ein Auto passen und weggehen. Man empfindet Mitleid und sagt, haben sie das verdient? Aber es ist nichts, rein gar nichts. Überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was unser Herr Jesus Christus erlitt, als er verlassen wurde. In Jesaja 41, Vers 17 heißt es, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ist es nicht ein Skandal, dass der Vater den Allerelendsten, den Allergerechtesten, den, der am meisten es verdient hätte, dass man sein Gebet um Durst erhört, dass er ihn hängen ließ? Ist das nicht ein Skandal, dass er seinen Sohn nicht erhörte? Den einen Menschen, der reinen Herzens war, der Liebe lebte und Wahrheit lebte, der Gott liebte, voll Geduld und Sanftmut und Gottesfurcht, ihn erhörte er nicht und ihm gab er kein Wasser.
Einmal sprach Jesus und sagte zu seinen Jüngern, wer einem dieser Geringsten auch nur einen Becher kalten Wassers gibt. Und was wollte er damit ausdrücken? Er wollte damit sagen, ein Becher kalten Wassers reichen ist die geringste Liebestat, die jemand tun kann. Das ist nichts Großes, das ist was sehr Kleines. Ein Becher kalten Wassers, den hat jeder. Ist die geringste Liebestat. Aber selbst diesen Becher Wassers, selbst diese geringste Liebestat, verweigerte der Vater dem Sohn. Man kann viel Leid ertragen, wenn man weiß, jemand steht hinter mir, mein Ehemann, ein Freund, meine Gemeinde oder mein Gott. Aber wenn da keiner ist, nicht mal einer, der dir diesen geringsten Becher Wasser reicht, bedenke, was für ein Leid das sein muss, wenn keiner da ist, überhaupt niemand. So lasst uns sehen, die Liebe Jesu darin. Den Kampf, den Henri Krämer verlor, gewann Jesus in seiner Liebe zu Gott und zu dir. Der Jesus, der die Meere mit Wasser füllte, erwählte den Durst in der Zornglut Gottes für dich. Und sieh auch die Liebe des Vaters, der die Schreie des Sohnes doch hörte, die zu ihm drang. Aber hätte der Vater ihm auch nur ein winziges bisschen des gerechten Zornes erlassen, du hättest es tragen müssen. Derselbe Gott, von dem gesagt wird, dass er Sonne und Regen über Gerechte und Ungerechte gibt, derselbe Vater gab seinem Sohn keinen einzigen Tropfen, als er rief, ich habe Durst. Als er rief, ich habe Durst, Vater, nur ein Glas Wasser, du hast es in der Hand, gib es mir. Wenn Gott dem Sohn diese geringste Wohltat verweigere, dann denk daran, dass er es für dich tat. Dass er es für dich tat, damit du sein Kind würdest, obwohl du ein Verbrecher warst. Mich dürstet. Ein großes Wort. Ich hoffe, du siehst die Größe dieses Wortes und bist dankbar, dass Johannes dieses Wort aufgezeichnet hat, dieses Wort großer Liebe, dieses Bekenntnis großer Gnade. Und so lasst uns zum Abschluss noch drei Anwendungen aus diesem Wort ziehen. Nun, die erste Anwendung ist, dass wenn Jesus sprach, ich mich dürstet, weil der Zornwind Gottes über ihn ging. Und wenn Gott die Sünde so hart bestrafen musste, so schwer nahm, dass er seinem Sohn selbst die geringste Wohltat verweigerte, weil Sünde es verdiente, weil Sünde es verdient, dass dem Sünder keine einzige Wohltat gegeben wird, nichts als den Feuersee. Wenn dies so ist, dann nimm du Sünde nicht leicht. Dann nimm du Sünde nicht leicht, die der Vater nicht leicht nahm und der Sohn nicht leicht nahm. Nimm du Sünde nicht leicht. In unserer Gebetsstunde habe ich diesen Vergleich gebracht und ich bringe ihn noch einmal, weil ich finde, dass er sehr treffend ist. Der Kampf gegen Sünde kann auf zwei Arten geführt werden. Er kann geführt werden wie in einem Zeichentrick-Comic. Wie bei Bugs Bunny. Ein Zeichentrick-Jäger, der einen Zeichentrick-Hasen irgendwie versucht zu erlegen. Es hat etwas Saloppes, etwas Halbernstes, etwas nicht ganz Lächerliches, aber es ist doch ein Geplänkel. Es ist kein Kampf. Und nun stell neben dieses Bild von diesem Zeichentrickjäger, der einen Zeichentrick-Bugs Bunny jagt, das Bild der 300 Spartaner bei den Thermophylen. 300 Spartaner, die ihr Schild in den Boden gruben, weil sie wussten, es gilt, Frau und Kind und Vaterland und alles, wofür sie standen, zu verteidigen gegen die Horden der Perser. An einer kleinen Enge, durch die die persische Armee durch musste, 300 trainierte Kämpfer. Und sie wussten, sie würden diesen Tag nicht überleben. Und sie kämpften bis zum Blut und bis zum Tod. Was für einen Kampf betreibst du?
Jagst du Bugs Bunny? Oder gräbst du dein Schild in den Boden und sagst bis hierhin und nicht weiter? In den Sprüchen heißt es, Sprüche 14, Vers 9, die Toren treiben Gespött mit ihrer Schuld. Sie spotten darüber, sie zittern nicht, sie haben Spaß daran. Es ist für sie etwas lächerlich und Leichtes. Aber wenn Christus sprach, mich dürstet, weil der Zornwind Gottes über ihn ging und wenn Gott ihm nicht die kleinste Erleichterung gab, dann erkenne doch, wie schwer Sünde wiegt. Und nimm Sünde nicht leicht. Nimm Sünde nicht leicht. Nun zweitens, wenn Jesus am Kreuz sprach, mich dürstet, und wenn Sünde so schwer wiegt und wir sie nicht leicht nehmen können, dann gilt das auch für die Gemeinde Gottes. Dann gilt dies auch für die Gemeinde Gottes. Wenn Sünde so verachtenswert ist und so hart bestraft werden muss, wenn sie solche schrecklichen Konsequenzen hat, dass wir sie nicht leicht nehmen, dann gilt dies auch für die Gemeinden, die sich im Namen dieses Gottes, der seinen Sohn so am Kreuz quälte, versammeln. Zur großen Klage in der Christenheit gibt es viele Gemeinden, bei denen es nicht so ist, die man Eli-Gemeinden nennen muss. Warum Eli-Gemeinden? Weil es einen Mann gab namens Eli. In 1. Samuel 2, Vers 17 lesen wir, dass er ein Priester war und er hatte Söhne, die waren auch Priester. Und diese Söhne, die vergriffen sich in ihrem Gottesdienst. Sie taten Gottesdienst mit Sünde. Sie nahmen eine große Zange und zogen das Opferfleisch für sich heraus und machten ein Greuel aus dem Gottesdienst. Und es heißt, so war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Ihr Priesterdienst war ein Greuel, aber er war auch ein schlechtes Zeugnis. Ein schlechtes Zeugnis nach außen. Die Leute sagten, also wenn das Gottesdienst ist, wenn das die Priester Gottes sind, ah ja, dann ist Gott nicht zu heiligen. Dann muss man das nicht zu ernst nehmen mit diesem Gott. Dann ist das, was wir gehört haben, also wenn das schon die Priester sind. Und sie verachteten den Herrn und die Opfergabe, die er forderte. Diese Priester sollten Mittel sein, dass Gottes Name heilig genannt werde. Aber sie machten ihn gewöhnlich und verächtlich. Ja, Eli, ihr Vater, sprach mit seinen Söhnen. Aber er ließ sie einfach weitermachen. In 1. Samuel 2, Vers 29 lesen wir, wie Gott zu ihm spricht, zu Eli, und sagt, warum tretet ihr meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Hatte Eli nicht mit ihnen gesprochen? Ja, gesprochen. Und dennoch sagt ihm Gott, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Dir sind die Menschen wichtiger, mit denen du zusammen Gottesdienst betreibst, als ich. Dir sind diese Menschen, die Beziehung zu diesen Menschen, weil sie dir am Herzen liegen, wichtiger als der Gottesdienst, der verächtlich gemacht wird durch die Leute, die ihn ausführen. Und was können wir als Ortsgemeinde daraus lernen? Petrus schreibt, ihr seid ein heiliges Priestertum, ihr alle. Luther nannte dies das Priestertum aller Gläubigen, dass wir alle Priesterdienst tun, alle Opfer bringen für unseren Herrn. Und so ist es auch die Aufgabe der Gemeinde, darauf zu achten, dass dieser Priesterdienst in Würde und Ehre geschieht. Nun heißt das, dass man wie Pinehas im großen Eifer einen Speer nehmen soll und sie jedem Sünder durch die Brust jagen soll? Nein, das nicht. Aber es heißt, dass auch Gemeinde Sünde nicht leicht nehmen darf. Es darf sie nicht leicht nehmen. Auch Christus hat seine Gemeinde im Wasserbad des Wortes gewaschen. Das ist eine sanfte, reinigende, wohltuende Angelegenheit. Das ist kein Speer des Pinehas. Aber er wusch. Er wusch. Er lässt die Flecken und Runzeln nicht unbesehen und unbelassen. Er wäscht. Und so finden wir viele Aufforderungen in der Bibel, die Gemeindeglieder und Pastoren ermahnen,
Sünde auch in Gemeinde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sie zu bekennen, zu vergeben, zu tragen und so weiter und so fort. Auf diese Einzelheiten will ich nicht eingehen, denn der Hauptpunkt soll sein, Sünde können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nicht als Gläubige, nicht als Familien und nicht als Gemeinde. Wir können sie nicht dulden, als wäre nichts, weil wir die Leute so lieb haben. Denn als Christus sprach, mich dürstet, am Kreuz, haben wir gesehen, wie schwer Sünde wiegt. Nun drittens und letztens möchte ich dich fragen, hat Christus dies für dich gesprochen? Mich dürstet. Hat er für dich Durst gelitten? Und wenn du Christus nicht kennst, dann möchte ich dich fragen, hast du jemals solchen Durst gelitten? Nicht? Warum nicht? Wenn das die Strafe für Sünde ist, warum hast du nicht gedürstet? Ich will es dir sagen. Weil ein Gott im Himmel ist, der den Regen und die Sonne über dich gibt. Ein Gott ist, der dir viel zu trinken gibt, weit mehr, als er seinem Sohn am Kreuz gab. Ein Gott, der verhindert, dass du dursten musst und hungern musst. Aber wisse, der Mensch, der ablehnt, zu glauben und zu lieben, den, der Regen gibt, der wird irgendwann ohne Gott und ohne Wasser dastehen. Und es wird nur noch Feuer da sein. Nichts als Feuer und nichts als Durst. Und für den, der dies erleiden muss, der mag sich erinnern an den reichen Mann in Jesu Gleichnis, der rief, oh, dass irgendjemand das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Schmerzen in dieser Flamme. Nimm deine Gottesferne nicht auf die leichte Schulter. Als Christus sprach, mich dürstet, litt er die Strafe für Sünde, damit Sünder wie du niemals so sprechen müssen. Sieh das Elend, das auf dich wartet, in den Worten, mich dürstet. Sieh das Feuer, das deinen Saft austrocknen wird bis zum Letzten. Und bedenke auch das Verlangen Jesu, Menschen zu retten, seinen Durst, danach Seelen aus dem Feuer zu retten. Solch eine Liebe hat er für Menschen, die ihn nicht liebten. Der Gott, der kein Gefallen hat am Tod der Gottlosen. Der kein Gefallen hat an der Hölle für die Gottlosen. Und so höre seinen Ruf. Höre seinen Ruf. Ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft. Und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Und wenn du weißt, dass diese Labsal für dich bezahlt worden ist von einem anderen, wenn du Christ bist und weißt, Jesus Christus hat gedürstet für mich, dass ich solches Gute haben kann, was meine Seele sättigt, dann freue dich. Dann freue dich. Denn Durst und Mangel, der dich jetzt noch trifft, ist keine Strafe, ist kein Feuersbrunst Gottes über deine Sünde, sondern es ist das wohlgewählte Maß des Vaters, das er dir zumisst, um dich wachsen zu lassen zu Christus hin. Noch einmal, den Durst und den Hunger nach Gerechtigkeit und Frieden, nach einer anderen Welt, nach was auch immer, ist das Maß an Mangel, das der Vater dir zumisst, in seiner Weisheit und Liebe zu dir, dass du wachsen mögest zu Christus hin. Denn Christus dürstete für dich, damit du nie wieder dürsten musst. Und so lasst uns dieses Mahl des Herrn gemeinsam feiern. Als solche, die kommen zu der Quelle lebendigen Wassers, die für uns gegeben ist, weil sie dürstete. Amen. Amen. So lasst uns eine Zeit des stillen Gebets nehmen, wo jeder von uns sein Herz auch vorbereitet für das Mahl des Herrn und auch die Sünden unserem Vater im Himmel bekennt. Lasst uns eine Zeit des stillen Gebets nehmen.